Ja, einen wunderschönen prächtigen. Herzlich willkommen bei Satisfactory. Wir haben letztens hier aufgehört und genau hier machen wir weiter mit der Svelia. Hallöchen. Hallo. Sie hat jetzt, oder sie war gerade beim Shoppen, hat jetzt ein paar Sachen für uns hergeholt. Und ja, dann let's go. Yes. So, ich guck mal, ob ich eine Kiste basteln kann. Guck dir an. Ich hab alles dabei. Oh, kann ich wieder meine... Also, guck rein. Ich wollte gerade was reinlegen. Jetzt ist die Kiste leider voll, das tut mir leid. Ach du Scheiße. Okay, 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 okay. Gut. Ich habe alles mitgebracht, was ich finden konnte. Gut, gut, gut. Dann mache ich schon mal hier so ein Kohlekraftwerk. Da brauche ich 10 Rotoren und 10 Eisen, versteckte Eisenplatten. Oh. Die Eisenplatten habe ich hier, warte. Ich lege sie dir rein, bitteschön. Und Rotoren brauchst du. Rotoren, die kann ich schon bauen. Die baue ich gerade okay. Schon. Okay. Da brauchen wir nur 10 Stück, habe ich da gesehen. Ja. Wie viel Stärke brauchen wir? 20, ne? Ja. 20 Verstärkte, aber die Platten habe ich hier. Du müsstest nur die Rotoren bauen. Ah, okay, okay, okay. Genau. Ah. Ja, ich habe nicht leider nicht alles reingekriegt. Ach, alles gut, alles gut, alles gut. So. Ich hatte zu viel dabei. Einmal, zack. So, haben wir das gebaut. So, haben wir. Jetzt gut. Brauchen wir die Wasserpumpe. Ja, hier sind noch Röhrchen. Brauchen wir nur noch 2 Rotoren und das, also die 2 Rotoren? Ja, die Pipeline-Pumpe müssen wir dazu noch bauen, ne? Ja, die habe ich. Habe ich die aufgehoben? Oh, ich glaube nicht. Die habe ich, glaube ich, vergessen. Nicht schlimm, ist nicht schlimm. Wir können sowieso einfach bauen, ist ja nicht so. Aber wir machen erstmal eins, wir bauen erstmal die Wasserpumpe. Ja. Wo, unter was war das? Unter Produktion? Brauchst du noch dafür was? 10 Rotoren und 20 Kupferblech. Gut. Die Rotoren kann ich, glaube ich. Ah, okay, da fehlt noch einer. Ja, mache ich dir. Moment. Jo. So. So, dann brauchen wir noch Kupferblech. Habe ich auch eingepackt. Oh, sehr gut. Ich habe alles dabei. Das ist gut. So, okay. Ach da, okay, Kupferblech. Wie viel Blech brauchen wir denn ungefähr? Kupferblech ist in der Kiste, ich habe gerade 40 rausgenommen. Ach, hast du was rausgenommen, okay. So, ein Rotor, der ist jetzt auch fertig. Genau, einfach hinlegen oder die Kiste, je nachdem. Ja, kann ich den auch so irgendwie? Ja. Ah ja, so kann ich ihn auch rausschmeißen, sehr gut. Genau, Wasserpumpe kann ich bauen. Dann gucken wir mal. Dann brauchen wir, okay, das sollte auch reichen. Wo war das jetzt? Da. Produktion, Wasserpumpe. Rotor 10 Stück. Und dann brauche ich noch für die Pipeline, die Pumpe. Auch nochmal. 10 Stück? Nee, ja, mach ich. Was ist das? Nee, 2 Stück brauche ich. 2, mhm. Bekommst du sofort. Da kannst du ja schon die Pipelines bauen, also diese Rohrdinger da halt, ne? Ja. Dann baue ich schon mal gleich mal die ganze Wasserpumpe auf. So, Achtung. Bitte? Jo, ich lauf schon mal los. Yes. Zumal die Pipeline braucht Strom. Wie willst du denn das wieder? Oh. Ja, die musst du ja dann auch anschließen, ne? Ja, ja. Uff. Ja, dann müssen wir zur Not noch ein kleines Stromteil hier hinstellen. Man kann doch rein theoretisch. Ah, nee. Man kann auch eins machen. Kohlekraftwerk, da können wir auch eins machen. Wir haben jetzt sowieso Kohle jetzt. Ja. So, wir können auch die Kohle einfach da reinballern und vom Kohlekraftwerk das hier alles verbinden lassen. Nach hinten. Das können wir auch machen. Weil so brauchen wir keine Biomasse und so einen Scheiß bauen, weißt du? Ja, ja, ja. Das ist auch eine gute Idee. So, Wasserpumpe. Sag mir nicht, der passt jetzt hier nirgendwo rein, Alter.
Ach, leck mich doch, passt hier Müsste nicht aber rein. eigentlich gehen. Muss tiefer So, ins Wasser platziert werden. ich Okay. stelle das Kraftwerk noch mal ein bisschen um. Ja. Ja, wir machen das mal anders. Schau, No. hier No, hinten. no, 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 no. Nur kurz mal die Nacktschnecke mit. Ah, oh, ne, das ist Spucker. Ne, kein Bock jetzt. Okay, das Ding muss noch tiefer. Oh, es gibt kein tiefes Wasser oder was? Nee, oder? Oh nein, jetzt haben wir alles hierher geschleppt. Bitte Ah. nicht. Okay, hier ist sowieso End of Area. Und dann gehe ich mal in eine andere Richtung. Kacke, Mann. Boah, haben die jetzt hier schon Kohle rausgezimmert? Meine Güte. Ja. Die Müssten, zwei. glaube ich, Hammer. jetzt. Boah, ich weiß gar nicht, wie viel. Letztes Mal haben wir 6-6 oder 7-6 gesehen. Also jetzt hat er doppelt so viel hier drin. Okay. Ist mein Miner. Ah, dann müssen wir von dort nach da verbinden lassen, wahrscheinlich. Ja, dann ist das halt so. Man Ja. kann nicht alles haben, ne? Nee, nicht wirklich. Aber Schade. vielleicht laufen wir nochmal den Fluss entlang. Ja, Vielleicht guck finde ich mal, hier ob noch das irgendwie. was. Das heißt, du kannst das platzieren, aber er pumpt kein Wasser, oder wie? Oder kannst du es gar nicht Ich hinsetzen? kann es gar nicht hinstellen, weil er sagt, es muss Ah. tiefer gebaut werden. Na toll. Hier. Nee. Hier sind diese ekligen Fickerpflanzen. Oh nee, ey. Oh nee. Komme ich am besten hier hoch, damit die mich ja nicht entdecken. Oh, jetzt komme ich hier nicht hoch, vielleicht von hier aus. Zack. So. Wir haben keinen Bock, dass Dinger aufgehen, ganz so scheiß Bienen rauskommen. Das ist richtig. Hier ist nur Nee, aber der. du bist ja schon wieder fast da hinten bei uns, oder? Ja, hier ist nur der reine Fluss. Ja, müssen wir von dort hinten ausbauen, geht nicht Ja, dann ist es anders. halt so. Dann machen wir es halt so. Dann hebe ich den ganzen Schmuh wieder auf. Dann, ich laufe schon mal rüber und Mach platziere das. das Ding. Vielleicht habe ich eine Möglichkeit hier. Nee, ist noch nicht tief genug. Ja, dann ist Nee. es halt. Dann kannst du halt nichts machen. Dann ist es halt so. Ja, na gut, so Aber weit hinten ist es müsste ja es auch ja auf jeden nicht. Fall passen. Ja, da Ja. habe ich ja schon zwei hin platziert. Machen wir einfach den dritten dort und fertig. Ja. Oh, das wird ein langer Weg. Ach du Scheiße. Ja. Ja, dann ist es halt so. Wir können das ja auch durch die Höhle rein theoretisch legen, oder? Stört ja da keinen. Nö. Also mir zumindest nicht, was Tiere sagen, ist mir scheißegal. Ja, eben. Ja. Gut, dann brauchen wir aber ordentlich viel Kupferblech. Ja. Ja, dann ist es halt so. Also bei mir sieht das so ein kleiner Bug aus irgendwie. Hier sieht das Wasser voll geil aus, also sieht voll scheiß aus. Das sieht bestimmt, ja. Und genau hier geht's nach unten. Wow. Na, da müssten wir was an der Grafik machen. So ein gerader Strich und dann wird's tiefer, ey. Wow. So, ja, genau. Wo bauen wir es am besten? Sollen wir da lang gehen? Könnte man rein theoretisch einmal hier rüber und darüber. Machen wir da. So. So, jetzt brauchen wir. Diese Pumpe braucht man unbedingt, ja? Diese Pipeline-Pumpe. Ja, ich glaube schon.
Jetzt frage ich, wie soll das denn aufgebaut werden? Wie soll das denn verbunden werden? Da so ein kleines Röhrchen. Ich muss mal gucken, wie soll das denn funktionieren? Okay, hier ist so ein Ding. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. So, schauen wir mal kurz mal hier an. So, gucken wir mal. Muss der hier irgendwo angeschlossen? Der muss auch irgendwo angeschlossen werden. Die Pumpe meinst du? Oder Ja, die dieses Wasserpumpe, genau. Pipeline, Die dieses Wasserpumpe. kleine Ding? Ne, das Große. Das große. Genau. Ja, da musst du einfach nur ein Rohr hinlegen und dann müssen wir diesen industriellen Flüssigkeitspuffer noch dazwischen bappen. Weil der ist nämlich der Speicher, der läuft dann irgendwie voll und von dort aus geht's dann weiter ins Kohlekraftwerk. Ach du meine Fresse, ey. Verstehst du, was ich meine? Nein, aber ich weiß, was Ja. du meinst. Alter. Das heißt, diesen. Okay. Also so habe ich es zumindest eben in meinem Singleplay gebaut und da hat es funktioniert. Das heißt, ich muss diesen industriellen Flüssigkeitspuffer bauen. Den müssten wir noch bauen, richtig? Den schließen wir dann praktisch mit der Pipeline an die Pumpe dran und die Pumpe pumpt diesen Speicher voll und von dort aus geht das Wasser dann in das Kohlekraftwerk. So müsste es passen. Und du brauchst das schon. Ich mach das schon. Ich guck dann zu. Okay. Das, warte mal, wir können ja schon mal zu mir hingehen. Ich kann ja schon mal ein bisschen Biomasse reinballern, damit die wissen, hier was zu arbeiten haben. Richtig. So, zack. Ist ja nur schade, dass man nicht sieht, wie weit du entfernt bist. Alles andere erkennt man auch, nur nicht, wie weit du entfernt bist. Ja, das ist doof, da hast du recht. Also, was ich noch gerne haben, ist das Design von den Strom. Was war's, diese Die Strommasten? Strommasten, ja. Also, Yes. ich muss sagen, ich fand sie vorher schöner, aber die haben sie ja jetzt nochmal geändert. Weil Ja, ich war zwischendurch genau. auch nochmal drinne und da waren sie, sahen sie einfach nur aus wie so hässliche Klumpen. Aber jetzt sind sie eigentlich ganz schick geworden, muss ich sagen. Genau. Zumal, wie war es, wenn je höher die Stufe ist, desto mehr kann man anschließen oder was soll das bedeuten dann? Richtig, also momentan kannst du ja nur vier Anschlüsse daran machen und Genau. an die Caterium-Dinger kannst du sechs oder sieben Okay. Sachen anschließen und ich glaube, dann gibt es noch mal bessere, die auch mit Caterium gemacht werden. Da kann man, glaube ich, zehn dann zum Schluss anschließen. Wow. Also da geht noch was. So ist das nicht. Du Scheiße. Ja. Was, womit, warum habe ich das damit angefangen, ey? Ja. Soll ich denn einfach schon mal Kohle mitbringen oder soll ich Ja. anfangen, den Weg hier direkt zu legen? Hast Weil denn ge eigentlich machen, hast du ich denn weiß nicht, ob ich genug genug von habe, den aber Kupfern, hast du überhaupt genug da? das weiß ich nicht. Da gucken wir jetzt mal. Weil es läuft ja jetzt hier bei uns da rein in das Lager. Genau. Und eigentlich bräuchte ich jetzt nur genügend Eisenplatten. Also wenn du willst, kommst du mir einfach entgegen. Ich lege das jetzt auch durch die Höhle dadurch. Ist doch Wurst, Ja, oder? das kannst du ruhig machen, klar. Hä, was ist denn hier? Und du müsstest für tatsächlich noch ein bisschen Beton mitbringen. Das ist kein Problem. Gut. Also Eisenplatten habe ich selber, weil der hat jetzt die Produktion, konnte natürlich jetzt nicht hier gemacht wegen Der Biomasse. hatte jetzt angehalten, ne? Ja. Genau. Aber es ist wieder im Gange. Ich hole mal ein paar mit. So, komme ich ihm entgegen? Warte mal, ich kann doch einfach diesen da den Speicher kurz mal rausnehmen. Da braucht man nicht mehr neu machen. Und den Speicher nachher kann man immer noch bauen. Also noch ein. Oh, das wird eine lange Leitung, ey, von dem ganzen Strom. Ja.
So. Dann kann ich. Eine Wasserspeicher, der muss auch ins Wasser oder kann er auch am Nee, Arsch der stecken? kann an Land. Der kann Okay. an Land. So, ich komme. Yes. Was ist das denn für ein Vieh? Ist das ein Gegner? So, ich mache jetzt hier noch mal, füll das noch mal auf. Ja. Ach so, das ist hier so. Keine Ahnung, Also ich habe was. jetzt 220 Platten noch dabei. Ich habe auch noch da. Also, wenn wir gut sind, schaffe ich das vielleicht sogar, das durchzulegen. Was ist Ach, das denn? du Unten. machst das Band jetzt, ne? Ach, da, Ja. okay, genau. Keine Ahnung, was das ist. Eingesackt. So, warte. Was wolltest du nochmal genau haben? Beton brauche ich noch ein bisschen Ach so, was. ja, warte. Ja. Warte mal, wir legen direkt noch den Strom hier mit. Hast du noch ein paar Kabel dabei? Ja, hier. Super. Dann komm mal mit ran hier. Dann legen wir Ich habe gerade alles direkt. hingestellt. Oh, das fährt hier durch den Boden. Das will ich aber nicht. Das sieht aber hässlich aus. Das wollen wir nicht. Wir wollen es schön. Die Sachen habe ich hier hingelegt, ne? Also am Ja. Ende. Hole ich sofort. Dann hast du, brauchst du auch Eisenplatten, ne? Ja. Ich lege dir mal alles rein, was ich habe. Beton, ich weiß nicht, wie viele Beton muss. Ich habe erstmal ein paar Stacks mitgenommen. Ja. So. Schön aufgereiht, ey. Oh, komm schon, die erste Kohle. Wieso baut der das nicht auf? Jetzt. Ach so. Jo, das sieht aus, ey. Ja. Komm, 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 komm. Geht noch ein bisschen was? Geht noch ein bisschen was? Also, wie viel Kabel brauchst du? Ich habe nur 75 dabei gehabt. Du brauchst noch mehr, oder? Das. Nee, das könnte tatsächlich passen. Also ich habe jetzt auch noch ein Mü dabei. Ja. Aber wahrscheinlich reicht das nicht bis hinten hin. Ist okay. Ja, hier hast du die ganzen Rohstoffe. Meins, 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 meins. Oh, ich habe nicht genug Platz. Nein, nein, Bei nein, nein. Eisenplatten genau da drunter. Warte. Ja, ein paar habe ich eingesagt, aber nicht alle. Ist ja nicht schlimm. Ja, zur Not So, mache ich weiter das Band geht's. einfach und du kannst das Stromgedöns einfach machen. Dann gönn dir. Förderband da. Ach, scheiße, ich brauche Eisenstangen. Warte. Warte mal, wie viele Eisenplatten habe ich denn noch? Ja, muss nur mal Eisenplatten, weil davon habe ich auch kaum noch was. Warte, gebe ich dir auch? Bitte? Genau, perfekt. Und dann den ganzen Scheißbeier noch upgraden, er leckt mich am Arsch. Oh ja, da wird noch einiges verbraucht werden, das sag ich dir jetzt schon. Na, ich weiß. Muss man reinziehen, dass wenn man das alles alleine macht. Ja, das geht dann halt schon, aber es dauert halt, ne? Ja, es dauert zu lange. Also für mich halt. Oh, du kleine Sau, komm her! Aha, töte mich nicht! Jawohl! Weiß ich, mach da voll Action. Ich springe und laufe hin, du stehst einfach wie so ein Baum, ey. Ja, klar! Ja, du musst halt nur gucken, dass du ihn, wenn er Anlauf nimmt, oft genug triffst. Ja, ich spring mal über ihn und dann hau ich immer drauf auf den Rücken. Das geht natürlich auch. So, warte, soll da hinten hingehen, wo unser Kohlekraftwerk gebaut werden soll, ne? Ja. Oder wir stellen das Kohlekraftwerk hier hin.
Das könnten wir Aber das eigentlich ist auch auch. blöd, das ist nicht so gerade, ne? Ja, wir können die Platten noch hier bauen. Dafür habe ich doch Beton gemacht, die ganze Scheiße, Ja, warte. Aber hier ist es halt nicht so schön gerade, ne? du? Also, Das ist halt so ein du bisschen. kannst auch von dem oberen Hügel ausgehen, von hier oben aus, und komplett einmal hier drumherum bauen. Ich mach mal kurz den Wolf K.O. Weil hier hast du dann auch wieder so eine Maid. Ich glaube, das ist Eisen. Das ist, Hui! glaube ich, Eisen, ja. Nee, Kupfer. Kupfer. Also wollen wir hier die, dann stellen wir die doch hier hin. Komm, was soll das? Ja, du kannst deine Platten genau einfach ganz normal bauen hier hinten drauf und fertig. Genau. Wir können es ja immer Das ist blöd, noch. dass das. Ja, Warte wir mal. können es ja hier mit so einer Schräglage noch erhöhen halt, ne? Naja, warte mal. Warte mal, ich nehme mal die dickeren Platten. Das geht vielleicht besser. Oder so. Ich habe jetzt die ganz dünnen genommen. Ach so, ja gut, ja. Ah, das sieht auch doof Ja, aus. da kannst du wie sagen, das muss vom höchsten Punkt ausgehen. Naja. Warte mal. Das wäre ungefähr hier, die Das Höhe. jetzt gar nicht so gepeilt, dass das. Moment. So. Von der Höhe müssen wir ausgehen. Gut, Genau. dann. Genau. Und dann können wir von da alles darüber ziehen, die ganze Soße, und dann. Genau, hier können wir auch den Miner hinstellen für Kupfer nochmal. Wir brauchen ja sowieso ein separates für Kupfer. Was ist das denn? Ach, das ist ein. Hä? Was ist? Vorhin Was ist das? aufzuheben. SAM-Erz rein. Was ist denn SAM? Das ist auch Erz. Nimm das ruhig mit. So, SAM-Erz? Sam-Erz, ja. Okay, Das, so und. weit bin ich auch noch nicht gekommen, dass ich weiß, was man damit tun kann. Ja. Aber da kann man bestimmt was Tolles machen. Ja, bestimmt. So, dann stellen wir die doch jetzt einfach hier nebeneinander. Oh, hier ist Eisen. Also hinter Kupfer ist wieder Eisen. Okay, haben wir genug von den ganzen. Ja. Hast du noch von den dicken Platten was dabei? Meinst du verstärken? Ja. Warte. Da. Danke. Jo. Dann kann ich nämlich den Kohle-Jupp hier hinstellen. Mal gucken, wie weit wir da zurück können. Ich stelle jetzt einfach mal hier hin. So. Yes, das passt. Dann können wir jetzt. Dann machen wir hier noch mal ein Lager hin. Boah, keine Eisenplatten. Okay. Für keine Eisenplatten. Nee, also den normalen halt. Also Lager brauchst du gar nicht bauen, aber wofür willst du das Lager bauen? Damit da die Kohle noch mal reinläuft, damit sich das dann besser verteilen kann. Ach so, du Weil willst zum einen. das. Ach so, okay. Also du willst auch vom Lager aus dann so gesehen das Ganze splitten lassen. Ah, okay. Ja gut, ja klar, mir ist richtig. Oh nein. Oh Gottes Du sollst Willen. auf jeden Fall kein Architekt werden. Nee, ne? Also ich guck Bin mal, ich ob auch nicht. ich. So. Guck ich mal, ob ich da irgendwelche Büroplatten, wollte ich gerade sagen. Büroplatten, ja. Genau, Die würde ich Eisenplatten. auf jeden Fall mal holen gehen. Nee. Oh, jetzt komme ich hier nicht rauf. Ja, müssen wir nachher noch ein bisschen schöner machen. Ja, wie ich sage, sobald alles, ich würde sowieso alles dann rausgemacht hier, ganze Scheiße. Gucken. So, zack.
Weil als nächstes, was ja noch kommt, sind diese Verstärker, also anderen Sachen noch, also diese Laufbänder halt, das wird auch noch. Ach, warte mal. Ich glaube, die dritten Laufbänder, die sind, glaube ich, besser und günstiger als die Stufe 2, glaube ich, ne? Den zweiten, den konnte man, also vom Bauen Ja. her, also vom Bau Ja, her. richtig. Richtig, richtig. Genau, irgendwas So, das war da. heißt, brauchen wir hier unten noch Strom? Genau. Dann schließen wir das Wasserdingen mal an. Das Pumpenteil brauchen wir dann aber tatsächlich, glaube ich, nicht. Ich Schaut's mal weiß ab. gar nicht, wofür das da ist. Also, ich habe ein bisschen Das weiß ich auch nicht so durchgelesen, genau. aber. So, jetzt. Can we Wenn wir attack jetzt pipeline? hier Wasser hinpappen. Overcome vertical balance. Ah, das ist so. Ah, okay. Diese Pipeline-Pumpe ist dafür gedacht, wenn es einfach vertikal geht, unseren ganzen Kram, das Ach einfach. so. Also, wenn da Höhen sind. Okay. Hast du 10 von den Rahmen dabei für den Wasserpuffer? Meinst du hier die Modulare? Ja. Da habe ich fünf 5 Stück. Stück? Da habe ich Ja, fünf. dann Warte, wo bist du da unten? hier unten am Wasser. Dann, warte mal, kann ich. Hallo. Ach, da. Oh, ich drücke immer Q für Inventar, ey. Zack, da. Weil dann können wir ja vorne gleich. Ich hoffe, das passt auch von der Vermessung her. Dann können wir gleich auch diesen Splitter bauen. Das müsste passen, ansonsten tun wir es einfach noch. Ja, Ach so, da. ja, das passt ja. Warte mal, Hier wo besser. ist es denn? Verbindet? Nein. Da, ach so, brauche Ich ich kann es Kabel. hören. Scheiße, ich brauche ein Kabel. Ja, ist eher nicht dramatisch. So, wo geht's rein, wo geht's raus? Ah, das ist, glaube ich, Latte. Na, ist gut. Also wenn da kein Blau und Orange ist, dann ist es Rain. Nö. So, guck es dir an. Es pumpt! Es pumpt! Geil. Wir tun was für die Umwelt, nämlich nichts. Yay! Das Wir klauen Wasser. So. sieht ja cool aus. Ja, ne? Kannst doch konfigurieren. Ach du Scheiße. Was kann man konfigurieren? Ja, weiß ich nicht. Oh no, okay. Was Ja, heißt ein du kannst an diesem Flash? Ding auch was. Okay. Also wir haben auf jeden Fall Fließgeschwindigkeit, genauso viel wie maximaler Durchfluss fast. Okay. Also hier sind jetzt auch gleich 300 Liter drin. Jo, das sieht So, auch ich mache noch ein fett aus. bisschen Was heißt denn? Kupferblech. Au, ups. Also Hast du was für. kaputt gemacht? Nein, also wenn man auf Flush drückt, dann öffnet man die Ventile, damit alles wieder rausgeht. Alles klar. Okay. Ja, gut zu wissen. Hast du Kabel? Ne, warte, was brauche ich? Ja, habe ich. Ja, genau. Was brauchst du? Kabel. Kabel? Bitte? Genau. Ey, wir haben schon wieder bald die 30 Minuten voll, ne? Ja, es geht schnell. Ja. So. Ey, dass man so lange braucht für so ein scheiß Kohlekraftwerk. Meine Fresse, ey. nein, leeren. Oh, Mensch, jetzt geht das. Da. Warte mal. Das, die ganzen Eingänge, das ist der Ausgang. So. Förderband. Ach nee, warte mal, ich habe falsch schon gebaut, oder? Nee. Warte mal. Ah nee, spaltet. Verbindet. Ach, ich muss der andere nehmen. Nee. Spalten, doch. Ah, ich habe. Ach. Mensch, andersrum gebaut. Falsch rum. Okay. So, Förderband. Das Rohr ist zu kurz. Ja, das weiß ich auch. Ich habe es ja noch nicht lang gemacht. Aha. Lege ich das denn jetzt hier am besten hin? Oh. Mal hier drunter legen. Nicht genügend Freiraum, ja. Okay.
das hier drüber? Ne? Ja, warte mal. So, jetzt sollte Kohle da sein. Es fehlt nur das Wasser. Perfekt, genau. Ja, ich hole es. Ach du Scheiße. Ah ja, dieses. Ach du heilige Mutter Gottes. Ich sehe schon von Weitem. Ich hoffe, das läuft jetzt auch da hoch gleich, aber das sieht, glaube ich, ganz gut aus, oder? Ich denke mal, vertikal meinte bestimmt so bei 45 Grad, sowas in der Richtung. Ja, wenn man das dann hoch, ne? Ja. So. Wait. Man kann es am Ende noch verschönern. Genau. Jetzt müsste es funktionieren. Ja. Oder? Das glaube ich. Oder? Nicht. Ja, gleich sehen. Wir müssen nur noch nachgucken, wenn das hier pumpt. Okay, jetzt ist gerade noch auf Null, ist ja klar. Aber, brauchen wir doch die Pipeline. Also hier ist Wasser noch drin. Ja. Aber es fließt nicht. Da brauchen wir doch die Pipeline. Ich glaube auch. Ja, das ist alles voll. Ja, dann müssen wir die Pipeline bauen. Oder es dauert halt, bis das vollgelaufen ist. Dann müssen wir es hier unten hinsetzen, das Ding, ne? Warte. Ja, weil der ist auf Null. Der geht nicht. Ja. Der wird nicht voll. Ah, okay. Ich setze nur die Frage, wo... Ja, der wird da einfach dran gehängt anscheinend. Nur die Frage ist jetzt, wo muss er hin? Ich glaube da, wo er nicht... funktioniert. Mach mal da. Versuchen wir mal. Ich setze da mal hin. So, schauen wir mal. Ja, passt. Ja? Geht? Ja. Das ist nur die Frage, wie weit. Ah, jetzt kommt hier Wasser. Genau. Wie kompliziert. Ja, Mann. Hier steigt's auch. Dann hat diese kleine Steigung. Oh, da muss hier auch noch einer hin. Hab ich noch was? Ja. Aber ich find's cool. Strom? Moment. Strom? Da unten. Das? Warte mal. Lass mich doch hier hochspringen. Meine Güte. So. Dann machen wir doch jetzt hier noch so einen Stromjockel dran. Und der wird angeschlossen. Da unten ist dicht. Das ist zu weit. So, jetzt hat... Ja, hier pumpt es genau. Auch. Dann soll es da ja, auch pumpen. Ja, es funktioniert. Und jetzt sollten wir eigentlich auch den Strom haben. Jetzt müssen wir rein theoretisch. Ja. Perfekt. Ja. Okay, er hat jetzt hier auch, ja. Okay, dann müsste ich ihn jetzt noch ins Stromnetz. Genau. Oh, 135 Megawatt. Ja. Warte mal, ich mach das mal hier ein bisschen anders. Stell ihn mal hierher. Ja, cool. Es läuft. Das heißt, rein theoretisch könnte man die Pumpe da so gesehen. Ach nee, ist das so Alkohol? Nee, passt so. Oh Gott, ohne diese schönen Flitzestiefel. So, genau. Warte mal, ich hänge das hier nochmal. So. So ist besser. Genau. Yay. Okay, hier könnte man einen zweiten. Ja, genau. Dann können wir jetzt hier einen zweiten hinstellen. Wir müssen auch gucken, wie wir das hier mit dem Kupfer hier machen. Dann legen wir die Kupfer einfach hinten lang. Ja. Habe ich noch Zeug dabei für ein zweites? Aber das können wir dann gleich machen. Auf jeden Fall ist es gut, dass wir haben jetzt ein Kohlekraftwerk. Genau, können wir einen zweiten. Jetzt die Frage: Gibt es doch bestimmt auch so einen Pumpen? Ja, hier. Pipeline-Kreuzung. Ja, dann müssen wir so eine da noch einbasteln. Ja. Gut, machen wir mal in der nächsten Folge. Also, da würde ich sagen, bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben erst ein Kohlekraftwerk, was eigentlich funktioniert. Wir tun natürlich immer was für die Umwelt. Das ist schon die ersten Abgase. Ja.
Ich sage, tschüss mit euer Keule und Svalia, ciao. ciao.